Hallo, ich bin Rudolf Bauer und lese 16 Haikus. 16 Haikus gegen Faschismus, gegen Retrofaschismus, die Wiederkehr von Faschismus. Haikus sind eine japanische Gedichtform und die ursprünglichen Haikus befassten sich mit der Natur, mit Landschaft, mit Blumen, mit Tieren. Anfang des 20. Jahrhunderts haben rebellische junge japanische Autoren auch gesellschaftliche und politische Themen in ihren Haikus aufgegriffen. Das wurde aber sträflich verfolgt von den Faschisten in Japan und viele dieser Haiku-Dichter, dieser jungen Haiku-Dichter, wurden in die Konzentrationslager gesperrt. Die 16 Haikus gegen Retrofaschisten sind also zugleich eine Erinnerung an diese japanisch aufmüpfigen Autoren und zugleich eine Erklärung, eine Meinungsäußerung gegenüber der aktuellen Entwicklung hier in der Bundesrepublik. Haiku über die Identitären. Was sie erbrechen im Rausch der Identität, heißen sie Meinung. Haiku von der Gesinnung. Besudeln das Volk mit dem Schmutz von Gesinnung, mit Maden von Hass. Haiku gegen die Volkstümler. Je mehr sie brüllen, wir sind das Volk und ein Volk ist Pöbel gemeint. Gegen den Kriegskult. Kriege finden sie mannhaft, heroisch und schön. Hassen den Frieden. Haiku von der eingebildeten Größe. Zerstören im Wahn eingebildeter Größe fremde Kulturen. Gegen das Kreuzrittertum. Den Kreuzrittern gleich im Kampf gegen Muslime tragen das Kreuz sie. Haiku gegen den Unverstand. Sie begreifen nicht, wovor Fliehende flüchten, vor Hunger und Krieg. Haiku gegen die Spaltung. Die Armen im Land hetzen sie auf gegen die Folgen des Elends. Haiku gegen Ankerzentren. Abgeschoben wie Juden, Sinti und Roma in Lager gesteckt. Haiku von der Gerechtigkeit. Wenn die Gesellschaft grundlegend gerecht wird, wählt niemand AfD. Haiku gegen Brandstifter. Wenn sie abfackeln, die Fluchthäuser der Fremden, fühlen sie stark sich. Europa-Haiku. Europaskeptisch dröhnen rechte Parolen, bis das Land braun ist. Medien-Haiku. Die Lückenpresse erzählt nicht ihre Lügen.
Das prangern sie an. Haiku zur Kritik an den Etablierten. Dem Establishment heizen sie ein mit Hölzern von selbigem Baum. Zur falschen Meinungsfreiheit. Sie fordern das Recht auf Meinungsfreiheit, um es anderen zu nehmen. Haiku gegen die islamophoben Retter des Abendlandes. Auf das Abendland, dessen Schutz sie geloben, folgt finsterste Nacht.